Technische Katastrophe reicht ja schon komplett aus, um Allah zu demolieren, richtig? weiß, wie gesagt, ich kann jetzt nicht so Ja, viel reden. Du könntest mich jetzt hier zerlegen und ich kann nicht so viel sagen, weil ich. wenn ein vollkommenes Wesen Fehler macht, dann ist es doch nicht vollkommen mehr, dann kann es auch nicht Gott sein. Aber wie kann man sich das dann erklären, dass vor über 6000 Jahren so ein Wunder vorhergesagt wurde? Du Sie kannst ist ja ja. gerade kein Du, Wunder, dass ja. diese Embryologie, was der Ami gerade vorgelesen hat, wo der männliche Same entsteht im Körper, das ist wissenschaftlich, also das ist ein medizinischer Stand gewesen, genau vor 1500 Jahren. Das hat der Okay. Mohammed einfach so übernommen von griechischen Philosophen, die selber es nicht besser wussten. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, das wollte ich jetzt eigentlich nur fragen. Ja, das war's auch Ich kann eigentlich ja. von mir aus. Weißt du, was ich mache? Ich werde jetzt gleich mal, werde ich ein Video suchen, die genau auf diese ganzen Punkte eingehen, und dann werde ich das posten auf auf meinem TikTok-Account. Okay. Ja gut, das war's auch eigentlich von mir aus. Das wollte ich nur wissen. Noch Mein eine Lieber. wissenschaftliche Fehler, Habt einen was schönen Mohammed Abend noch. vorausgesagt hat, Ibonym, bevor du gehst. Mohammed hat zum Beispiel gesagt, dass der männliche Samen in einer Frau 40 Tage überlebt. Aber wissenschaftlich ist das bewiesen mittlerweile, dass der männliche Samen nur 5 Tage die männlichen Spermien im Körper einer Frau überleben. Okay, ja, wie gesagt, ich kann nichts sagen. Ich habe ehrlich gesagt gar kein Wissen. Es waren nur diese zwei Stichpunkte, Das die ich kannst du erwähnen prüfen, wollte, dann siehst aber. du die Fehler halt, ne? Dass das alles Fehler, Fehler, Was für ein voller Vers? Fehler. Ist es ein Vers oder ein Hadith? Das ist ein Hadith in Sahih Muslim. Sei Muslim. Und um was ging es dann nochmal? 40 Tage, sagte Mohammed, dauert, also überlebt also die Spermien im Körper einer Frau. Und Okay. wissenschaftlich ist aber bewiesen, dass die Spermien nur 5 Tage überleben im Körper einer Frau. Das kannst du direkt jetzt überprüfen. Direkt, das ist ganz normal wissenschaftlich bewiesen. Ja, jetzt kann ich es eh nicht machen. Ich bin ja im Live-Video, deswegen sonst Ich stoppt meine, wenn es. du rausgehst, wenn du rausgehst. Okay. Ja, und was ich sonst sagen wollte, wie gesagt, also ich finde generell hier so, was auf TikTok ist zwischen Muslimen und Christen, diese Fitna, ich finde das gar nicht gut. Von beiden Seiten. Ich finde, wir sollten einfach friedlich miteinander leben, weil ich zum Ja, Beispiel in meiner wir leben Familie, friedlich miteinander, ich habe aber wir Christen müssen im. euch die Wahrheit sagen, damit ihr nicht in die Hölle kommt. Weil der Herr Ich Jesus bin. sagt, wer nicht zu mir kommt, der wird in der ewigen Feuer landen. Und weil Wie wir dich gesagt. lieben und euch Muslime lieben, wollen wir euch zum Herrn Jesus bringen, damit ihr errettet werdet. Ja, ich bin ja momentan dabei, so beides zu lesen, weil Sehr ich finde gut. jetzt mittlerweile als Sehr gut. erwachsener Mensch sollte man sowas machen. Man sollte Sehr neutral gut. sein und offen für alles, das ist das Wichtigste. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann wirst du Ja, auch die ich habe auch Wahrheit in meiner finden. Familie, ich habe selber meine Familie, Christen, Muslime, alles drum und dran. Ja, sehr gut. Ich bin ja Kurde, bei Aber uns du ist musst es selber etwas. für dich die Wahrheit herausfinden, und der Herr Jesus sagt, 100%, findet nein, sie. ich bin bei sowas wirklich neutral. Ich mag das nicht, das habe ich auch immer wieder gesagt zu meinen Freunden. Man soll sich immer selbst von einer Religion überzeugen und nicht durch seine Eltern. Sei es ein Christ oder ein Moslem oder ein Sehr Jude. gut. Sehr Sehr gut, gut. sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, das war das, was ich sagen wollte. Und ja, habt einen schönen Abend noch. Gottes Segen bei der Wahrheitssuche. Euch auch. Gottes Segen. Ciao, ciao. Also, Schönen ciao, Abend. ciao. Ciao. Gottes Segen. Ja, sehr gut. Hoffentlich, ja, möge der Herr Jesus, ne, den guten jungen Ivo zu sich holen. Amen. Amen. Der Jesus sagt, ne, wer die Wahrheit sucht, der wird auch die Wahrheit finden. Aber man muss sich wirklich auf die Suche begeben. Man darf nicht auf der Couch rumsitzen und einfach DSDS gucken. Oder von mir aus, ja. Von mir aus, ja, okay, auf der Couch sitzen, DSDS gucken, aber bei der Pause wenigstens. Wenn Pause kommt, Gott, gibt es dich? Wenn ja, zeig dich mir. Und dann wieder Amen. weiter, und dann weiter wieder die Frisur von Dieter Bohlen angucken und staunen, wie eine Frisur daneben gehen kann. Amen. Ne? Sehr gut. Gott segne jeden Einzelnen hier drin. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, ihr Wundervollen. Alle 675 oder 73 Leute. Ach Gott so, ja, segne euch, ihr danke. Wundervollen. Ja, gut, dann eine andere Sendung oder so. Gibt es ja genug schon Sendungen im Fernsehen, wo man in der Pause ein bisschen Gott suchen kann. Ja. Dankeschön für alles, ihr Wundervollen. Ne? Wir sind schon wieder bei 416, 18.000 Likes. Dankeschön, ihr Wundervollen. Ja, Halleluja. fast eine halbe Million, Fast ne? eine halbe Million Likes. Das ist Ja. unglaublich, wie wir als kleine Gemeinschaft alles hier auf TikTok sprengen. Ne? Das ist unfassbar.
Ja, sehr gut, ja. Dank dem Herrn, der uns so eine Tür öffnet. Amen. Amen. Möge der Jesus Christus jeden einzelnen von euch segnen, die tippen, liken, teilen. Ihr seid auch dafür verantwortlich, dass Seelen dadurch gerettet werden. Hammer, ne? Jeder fügt seinen Teil dazu bei, ne? Das war? Ja, Hammer, ey. versucht auch, ihr Lieben, wenn ihr eure Finger müde wärt, versucht auch mal so mit den Zehen auf den Bildschirm, also mit alle vier, also so mit Nein, Zehen hör auf, deine und Füße in mein Dingens. Gesicht reinzutun, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Genau, mit den Füßen auf den Bildschirm zu tippen, wegen live, damit eure Hände ein bisschen so sich ausruhen können. Man stellt sich mal vor, Amir, so, du weißt, 1000 Leute, die mit den Füßen so auf deinen Bildschirm tippen, so für Likes. Das ist Wahnsinn. Komm, die Junge, das sind 500.000, die 500.000 machen wir noch voll, ehrlich, ey. Leute, die 500.000 kriegen wir noch voll. oder du musst eine Krake holen, irgend so einen Tintenfisch und dem das beibringen, dass er mit seinen 8 Armen immer so auf deinen Bildschirm drückt. Aber Und echt. so Babykrake nehmen, die sind sehr intelligent, ne? Die sind sehr, sehr intelligent. Du kannst ihnen vieles beibringen. Intelligent. Ja. Da musst du ihm beibringen, dass er auf Like drückt. Also, auf liken. Auf liken. Moin. Moin. Guten Morgen. Ich grüße euch. Ich wollte eigentlich nur eine Ja. Sache sagen. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Ich denke, das hat er eben ganz gut gesagt. Mit dem gegenseitigen Respekt. Ich habe auch dann von Reza deine Antwort, dass du gesagt hast, hier, ich will nur auf die Wahrheit und auf den richtigen Weg und ich möchte euch vor dem Höllenfeuer bewahren etc. hinweisen. Ich finde das an sich in Ordnung. Also ich finde, jeder sollte seine Religion haben, womit er sich am besten identifiziert und was er für den richtigen Weg hält. Aber nichtsdestotrotz sollten wir, glaube ich, immer die Meinung anderer tolerieren, solange sie uns nicht in unserer Meinung einschränkt. Ja, klar, natürlich. Absolut. Das geht hier nur um Ganz genau. eine geistige Auseinandersetzung, damit wir herausfinden, was die Wahrheit ist. Hier geht es nicht um Kampf gegen Menschen. Nein, nein, nein. Wir wollen, dass die Menschen eben verstehen, wer der Herr Jesus ist, warum der Herr Jesus auf die Erde gekommen ist, was ist in der Ewigkeit, was kommt auf uns zu und so weiter, ne? Da sind wir uns ja in allen drei großen Religionen ja auch einig. Leider nicht. Der Gott des Im Koran zum Beispiel Großen. will uns angreifen, Muslime, also will uns Christen und Juden angreifen. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich habe gemeint, dass er auch für uns quasi eine wichtige Rolle oder dass er auch in den anderen Ja, Religionen aber eine eine ganz große andere Rolle Rolle, spielt. wie der in der Bibel spielt. Da haben wir Er das große spielt Problem, ja, ne? eine Die haben einen große ganz Rolle. anderen Jesus als wir einen. Ja, aber es ist ein ganz anderer Jesus. Da stimmst du uns dazu, oder? Ich sage, dass jeder seine eigene Meinung und seine eigene Religion hat. Aber Nein, ich nein, habe nein. noch Wenn mal jetzt eine eine neue Wiederholung. Religion kommen würde und das würde da stehen, der letzte Prophet ist gekommen und der heißt Bumbul. Und jetzt sagt der Gott, der Bumbul sagte, ich habe gesagt vor 600 oder vor 1500 Jahren Koran, aber Koran, mein Wort wurde verfälscht. Und jetzt musst ihr an meinen Propheten Schumbul glauben. Mein wahrer Name ist Bumbul. Würdest du nicht sagen als Moslem, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht? Naja, wenn der andere daran glauben will, dann soll er das machen. Ja, aber du selber würdest du nicht sagen, Moment mal, da ist jemand, der versucht hier unseren Gott hier ein bisschen sozusagen durch den Kakao zu ziehen? Also ich bin oder ich vertrete die Meinung, jeder wie er mag. Und solange mich niemand einschränkt oder mich angreift, dann soll er machen, was er möchte. Ja, das sowieso, ne? Ich meine jetzt wirklich rein theologisch. Schon Ja. wohl. Ja, mein wahrer Name ist Schumul, aber die Leute haben falsch verstanden, dass ich Allah hieß. Wie irre sind sie gegangen, diese Leute, die gedacht haben, mein Name ist Allah. Oh, Fluch über sie. Jetzt kommt der neue Bund. Mein Name war schon immer Schumbul. Und mein Prophet ist Bumbul. Schaut Wie mal, ihr irre sind die Lieben. gegangen. Was würdest du nicht sagen? Moment mal, das ist jemand, das ist der Teufel. Ich würde bestimmt meine Meinung dazu haben. Ja, genau. Ähm, ich würde Sehr diese gut. aber, ich würde diese aber, glaube ich, nicht öffentlich vor knapp 600 Leuten diskutieren oder auch jemanden bloßstellen wollen. Wenn ich die Möglichkeit habe oder ich der Meinung bin, dass jemand vielleicht doch den falschen Weg eingeschlagen hat, würde ich, glaube ich, wenn er mir was bedeutet, persönlich das Gespräch suchen. Siehst du, warum? Weil du ihn liebst. Richtig. Die Siehst du, Nächstenliebe man liebt wird alle bei Menschen. uns allen gelehrt. Aber Genau. ich finde, es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich im Internet mit Leuten debattiere Ja.
quasi vor einer gewissen Zuschauerschaft und das so ein bisschen ins Bloßstellen geht. Oder ob ich dann einfach sage, hier mein Bester, guck mal an das, was du glaubst. Mag zwar sein, dass du jetzt daran glaubst, aber meinst du wirklich, dass das der richtige Weg ist? Dann habe ich an sich meine Pflicht als gläubiger Moslem oder als gläubiger Christ getan. Ja, aber da sagen die 100 von 100 Muslime, ja, der Koran ist perfekt, da gibt es wissenschaftliche Wunder und dann muss man sagen, Moment mal, nein, wissenschaftliche Wunder im Koran gibt es Fehler. Also ich sage eine Sache nur noch. Ja. Es gibt keinen, der ins Grab gestiegen ist und wieder zurückgekommen ist und uns sagen kann, was uns auf der anderen Seite erwartet. Aber wenn es einen Gott gibt, möchte er uns nicht, bevor wir zu ihm zurückkehren, wie er uns haben will, bevor wir zurückkehren? Schau mal, mein Lieber, genau da trennen sich ja oder da scheiden sich ja eben die Meinungen. Der eine sieht das so, der andere sieht das eben so. Aber wie sieht der Gott das? Wie sieht Gott das? Dass du oder ich anders sehen, aber wie sieht Gott das? Also müssen wir Gott fragen. Da Gott, sagen wir bei uns Allahu Alam, das wissen wir nicht. Ja, aber Gott weiß es. Allah weiß alles, ja. Genau, und der Herr Jesus, weil der Gott ist, sagt, wenn du nicht zu mir kommst und das, was ich für dich getan habe, nämlich deine Schulden auf mich genommen und für dich bezahlt habe mit meinem Leben, weil ich dich liebe, und wenn du das nicht annimmst, dann musst du für deine Sünden selber in der Hölle zahlen. Und was sowas möchtest du? Möchtest du, dass ich deine Schulden bezahle oder möchtest du selber zahlen? Ich sage letzten Endes nur so, jeder wie er mag letzten Endes. Jeder soll friedlich seine Religion leben. Wenn du der Meinung bist, wenn du in den Tod gehst und du hast den falschen Weg gehabt, dann bist du ewig verloren und du hast keine Ahnung, womit du dich da anlegst. Wer sagt denn überhaupt, welcher Weg der richtige oder wer der falsche ist? Der Gott. Gott sagt es dir. Du musst ihn fragen. Richtig. Du frag ihn. Gott, bist du der Gott der Bibel? Und wir alle haben verschiedene Religionen, die uns verschiedene Art und Weisen oder Lebensweisen vorleben oder vorgeben, wie wir richtig und anständig zu leben haben, um quasi dem Höllenfeuer zu entgehen. Was letzten Endes wie richtig oder falsch war, wissen wir nicht, weil wir werden das erst alle nach dem Tod erfahren, im Jenseits. Und ja, aber das kann zu spät sein. Es kann zu spät sein, wenn du den falschen Weg genommen hast. Das ist das Problem, was du da hast. Es kann aber auch falsch sein, wenn der eine jetzt sagt, ach, ich halte jetzt vielleicht doch das Christentum für die richtige Religion, konvertiere und dann am Ende, wir wissen es nicht. Doch, wir wissen, Gott will, dass du es weißt. Gott will, dass du 100% weißt, was oft nach dem Tod auf dich zukommt, weil er ein liebender Gott ist, der nicht möchte, dass seine Kinder in Unwissenheit sind und immer zittern, das ganze Leben, was ich jetzt in die ewige Feuer gehe. Nein, Gott ist ja nicht so ein Gott. Gott liebt ja seine Kinder und möchte, dass sie Ruhe haben, dass sie sicher in das Paradies eingehen. Okay. Eine Frage. Wenn du ein Kind hast, möchtest du, dass dein Kind die ganze Zeit in Angst lebt? Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Du wirst alles dazu tun, damit das Kind in Ruhe lebt. So. Ein Gott, der sein Kind immer in Unwissenheit lässt, sodass es Angst hat, was passiert mit mir hier, was passiert mit mir da, ist kein liebevoller Vater. Der Jude, aber der Muslime, der Christe, jeder von denen wird sagen, wir haben ja unsere Religion oder wir haben unsere heiligen Bücher, die uns ja quasi unsere Lebensweisen und wie wir uns quasi richtig zu verhalten haben, vorgeschrieben. Ja. Für den Juden, er lebt nach der Tora und er denkt, okay, wenn ich nach der Tora lebe, nach den Gesetzen Jehovas, dann wird das schon richtig sein. Der Christ sieht das anders, er lebt nach der Bibel, nach dem Alten oder dem Neuen oder beiden Testamenten und der Moslem geht eben nach dem Koran. Ja. Das sind meiner Meinung nach, das sind alles drei verschiedene Wege, das sind drei große Religionsgruppen und jeder, wie er mag, letzten Endes. Ich bin für ein friedliches Miteinander. Ich bin dafür, dass jeder mit jedem kann, unabhängig von Ethnie, von Kultur, Religion, Sprache oder sonst was. Ja. Wir sind alle auf dieser Erde. Wenn diese Erde untergeht, gehen wir alle unter. Und deswegen denke ich, wir müssen immer das Beste daraus machen, ein gutes Leben. Und alle drei Religionen lehren uns, dass wir uns gegenseitig respektieren. Nein, das leider nicht. Du hast da einfach eine Meinung über den Islam, die nicht wahr ist. Allah möchte nicht, dass du Christen und Juden respektierst, sondern sie bekämpfst. In Sure 9, Vers 29 sagt Allah zu seinen Muslimen, kämpft gegen die Juden und Christen, bis sie eigenhändig in voller Erniedrigung Schutzgeld zahlen an euch. Ja. Wenn ihr das so seht, ich sehe das anders. Und ich würde keinen meiner Nachbarn, meiner Arbeitskollegen,
lass mich kurz ausreden, bitte. Ich bin nicht der Meinung, dass ich hier irgendjemanden bekämpfen muss oder sonst irgendwas. Ja. Wie gesagt, ich und ich kann, glaube ich, für viele meiner Glaubensbrüder sprechen, dass wir das nicht so sehen. Es gibt mit Sicherheit Minderheiten und Extremisten in anderen Religionen, die das eben so interpretieren. Aber ich bin, und das werden, denke ich, 99% aller Brüder und Schwestern auch so sehen, dass wir für ein friedliches Miteinander sind. Ohne Anfeindungen von beiden Seiten, ohne Beleidigungen, ohne Fertigstellung. Brauchst du den Herrn Jesus Christus und nicht den Islam? Nochmal bitte? Dann brauchst du den Herrn Jesus Christus und nicht den Islam, weil der Islam fordert dich auf, uns zu bekämpfen und von uns Schutzgeld zu verlangen. Na dann, das lasse ich mal so im Raum stehen. Na dann ist das okay, ne? Dann lassen wir das mal so. Ich habe euch hier, ich bin nicht reingekommen, um mich mit euch jetzt hier zu debattieren oder zu diskutieren. Wie gesagt, ich wollte einfach nur einen kleinen Austausch mit euch führen. Okay, danke dir, Fede. Da kommen wir ja nicht weiter, ne? Das ist viel zu oberflächlich. Wir müssen in die Tiefe einsteigen. Oberflächlich haben wir uns alle lieb, kein Problem. Aber was ist mit dem Inhalt unseres Glaubens, unsere Bücher? Wie gesagt, jeder hat seinen Glauben und jeder soll daran festhalten. Ich wünsche euch was, ihr Lieben, ja? Passt auf euch. Ciao. Macht's gut. Und das ist auch einer der gravierendsten Unterschiede zwischen dem Herrn Jesus und im Islam, dass der Herr Jesus will, dass die Kinder Gottes ganz sicher sind, dass sie in das Paradies eingehen, dass sie Ruhe haben. Deswegen heißt es ja in Matthäus 11, 28, kommt her, ihr alle, die mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Amen. Ja? Dass das Gott will, dass wir endlich in die Ruhe eingehen. Weil was hat der Gott davon, wenn wir in ständiger Angst um unsere Ewigkeit hier auf der Erde in so eine Art durch die Hölle gehen? Deswegen kommt dann Allah ins Spiel und sagt wir brauchen ja das Christentum zu glauben, also beziehungsweise an den Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk, sondern ihr müsst euch selbst opfern, damit ihr mit mir den Vertrag eingeht. Wahnsinn. Und das sind ja nur ein paar hundert Leute, diese Mujahideen. Der Rest der Muslime leben ja ihr Leben nicht als Mujahideen, die leben ja normal. Das heißt, die müssen fürchten, ob sie ins Höllenfeuer eingehen. Die wissen es nicht, die haben keine Heilssicherheit wie wir, Heilsgewissheit und Sicherheit. So sieht's aus, genau. Und das ist eben, sehen wir da einen liebevollen Vater, Gott, in der Bibel, der uns Ruhe gibt und sagt und gibt uns Garantie, damit wir endlich auch hier auf der Erde zur Ruhe kommen. Und ein Gott im Islam, der seinen Muslimen eben keine Ruhe und Garantie gibt, sodass sie die ganze Zeit in Angst leben. Komme ich jetzt in die. Wenn man weiß, dass man gleich also sterben wird im Islam, dann heißt das ja, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt gleich in 5 Minuten in die ewige Feuer eingehen werde. Für die Ewigkeit. Ja. Das ist Wahnsinn. Da kann doch kein Muslim hier normal noch leben. Da müssen die Muslime eigentlich, wenn die das alles glauben, wahrhaftig glauben an sowas, müssen sie psychologische Betreuung haben. Mensch hält das ja aus. Kein Mensch hält das aus, dass er ewig brennen wird, also unsicher ist, ob der ewig brennen wird oder nicht nach dem Tod. Ja, das ist ein ganz anderer Gott. Der Gott der Bibel ist ein liebevoller Vater, der möchte, dass wir Sicherheit und Heilsgewissheit haben und zur Ruhe kommen endlich hier auf der Erde. Im Gegensatz zu den Nationen, die gottlosen Nationen, die da draußen, die in Unruhe sind. Ne? Ist ein liebevoller Gott. Und nur ein unliebevoller, also liebloser Vater möchte seine Kinder in ständige Angst versetzen. In Unsicherheit halten. Das ist ja gerade, dass die Attribute eines liebenden Vaters ist, dass er sich so um seine Kinder kümmert, dass die Kinder in Ruhe sind. Und in Sicherheit. Und deswegen ist das, was die Muslime immer uns vorwerfen, ja, ihr seid so sicher, dass ihr so in das Paradies kommt, weil Jesus hat euch das ja versprochen. Ja, natürlich. Sonst würden wir die ganze Zeit von morgens bis abends Angst haben, in die Feuer zu gehen. Ewig. Genau, das ist der Unterschied. Dann wäre es dann kein liebevoller Gott mehr. Der uns in Nervosität halten wird von morgens bis abends.
Angst, Nervosität, Panik. Ne? Einer der größten Unterschiede zwischen dem Gott der Bibel, dem liebevollen Vater und dem Gott des Islams. So, Amir, es ist, wie spät haben wir es denn jetzt? Ich sehe nicht richtig hier die Uhrzeit. War schon 22:30, ne? Und die Leute sind immer noch hier und möchten nicht schlafen gehen. Wahnsinn. Also, Ami, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, möchtest du noch weitermachen oder was? Wie du möchtest. Die Leute sind alle müde dann bei der Arbeit. Du sorgst dafür, dass der Bruttosozialprodukt von Deutschland kaputt geht, ne? Weil die Leute alle morgens schlafend bei Wie der steigt Arbeit, das Bruttosozialprodukt dieser? da drücken die auf den Knopf und aus Schokolade wird Popcorn, aus Popcorn wird Schokolade oder sowas, ne? Kann doch nicht mehr wahr sein. Bruttoinlandsprodukt, hallo? Und der Arme sorgt dafür, dass die Leute alle müde zur Arbeit gehen und Fehler machen. Kann doch wohl nicht wahr sein mit dir, Risa. Aburetsman. Ja, also ich muss weg. Erkennst du Ja. diese Buzzer von Stefan Raab? Ich muss weg. Ja, ich muss weg. Muss jetzt schnell weg. Gottes Willen. Ja, danke dir auch. Ja, naja, Retzer. Also ich höre auch den Ex-Muslim schon ein paar Monate und muss ich sagen, wirklich, warum die Leute, egal welche Glaube oder jetzt so sagen wir Islam, warum machen die das nicht Vergleich? Jesus und Mahomet. Jesus leben, Mahomet leben. Warum machen die das nicht? Das Obwohl eine größte ganz Problem, einfache, was. ganz einfache Sache am Ende entscheiden. So gleiche wie zwei, drei Freude. Also egal was, zwei Freude einfach auf Seite so machen und vergleichen und da weiß, welche Freude ist besser, welche hat, weiß du, da weiß man, wenn man Freude hat. Also der ist, ja, der trinkt zu viel, der will tanzen, der will auf Freibar und der andere ist total ruhig, mit dem kannst du alles reden, ist also wirklich spitze Mann. Also kannst du auch vergleichen, Mohammed und Ja. Jesus und weißt du schon Bescheid, Ja, genau, Leute. sagen wir auch immer wieder den Muslimen. Ne? No. Vergleich mal einfach die Bibel mit dem Koran, die Genau. Person Jesus Christus in der Bibel und die Person Jesus oder Isa im Koran, dieser komische Jesus Christus da drin. Ja. Und dann werden Sie von alleine den Unterschied sehen, aber das machen die nicht, nur die wenigsten machen das. Ja, aber weißt du was? Weil die Menschen kennen das nicht checken. Die meinen, wir leben, weil ich sag dir, da sind viele Christen, die glauben auf Jesus alles, aber die meinen, wir sterben und es ist gar nichts. Leute, ich höre von vielen Christen, wo an Jesus, wo beten jeden Tag, aber die sagen, ja, weißt du was, aber ganz hundertprozentig weiß ich das nicht. Ich glaube, nach dem Tod ist gar nichts. Habe ich gesagt, ey, du denkst an Gott oder so. Das ist das Gleiche, dass viele wissen nicht, wenn sie sind in andere Glaube, ne, Ja, so das sind natürlich Muslime oder sowas, Ungläubige. die wissen das nicht, das ist Ende Ja, aber dann sind das ja am Tod. Ungläubige, ne? Dann kennen die Ja, die Bibel nicht. Die hast halbe du es Bibel nicht. spricht davon Himmel, was mit uns passiert, wie wir Weißt in du den was? Himmel kommen und so. Weil die viele meinen, nach dem Tod, wenn die machen, ups, ja, da können wir noch was wechseln. Oh, Herr Gott, ich habe nicht gewusst. Weißt du, wenn ich von Anfang an wusste, dann würde ich zu dir kommen. Nein, Nee, jetzt das ist ist zu schon spät. spät. Nee, da ist zu Du spät. hast Leben lang Zeit. Ja. Hier im Leben, hier, wo man noch lebt, muss man Buße tun und zum Herrn Genau. Jesus kommen. Wenn du ohne den Herrn Jesus in den Tod gegangen bist, dann ist es zu spät. Dann Dann ist musst es du deinen Richter begegnen. so Nicht mehr gleiche, deinen Retter. so gleiche Leute. Ich bin als katholische Familie. Mein Bruder ist katholischer Pfarrer. Da muss ich auch das sagen. Aber ich war nie irgendwo, ja, das ist mein Pfarrer. Da bin ich oh, ein bisschen gestuft. Ich lache manchmal, weil jemand fragt mich: Otto, gehst du in die Kirche? Habe ich gesagt, ich brauche nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, mein Bruder ist Pfarrer, der betet für mich. Also zum Spaß nur. So Ja, gesagt. ja, Ne? ja. Also ich sage euch Leute, ich muss sagen wirklich, ich werde nie
Jesus, irgendwo weiß zu sagen, dass ich an ihn nicht glaube oder sowas. Immer und da bin ich ganzes Leben, also ich versuche die anderen Leute gut zu machen. Naja, manchmal sind also Leute, wo mir also viel, viel was Schlechtes mache, aber ein paar Tage später vergesse ich das alles. Und dann wieder sind meine Freude oder sowas. Also. Ja. Das Problem ist ja, wir wissen ja, dass der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 3 zu uns sagt oder von uns verlangt, wiedergeboren zu sein. Es reicht nicht einfach nur irgendwie in die Kirche zu gehen, bisschen an die Bibel zu glauben, bisschen an Jesus zu glauben. Nein, es muss wirklich eine echte Buße, Umkehr und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus erzeugt werden. Das ist die Wiedergeburt in Johannes 3, Vers 3. Wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Genau das, wie ich sah, also da, also der sagt auch ganze Zeit, Ex-Muslim, ich weiß nicht, wie du heißt das wieder, du sagst Ex-Müsli, ganze der ist Zeit, Ex-Müsli. nenn mich ja. einfach Dr. Mohammed, der Heftigste der Heftigsten, das reicht schon. Er war ein Müsli-Mann. Ja, Müsli-Mann. nee, Moment, was ich will Müsli-Mann. sagen, ich Müsli-Mann. glaube, Glaube ist einzige Mensch seine Sache. Nicht so, dass jemand, weißt du, weil du wirst Verantwortung für dich selber vor Gott geben. Nicht für meine Freude, für ganze Familie oder so, nur für sich selber. Also das heißt nicht, dass sollen alle Muslime irgendwo andere Glaube wechseln oder sowas. Jeder muss für sich. Jeder für sich. Ja, Okay, also danke dir, Otto, für deine danke. wundervollen Worte. Gott segne dich, ja? Ja, danke. Also Gottes Segen. Gutes Sehen. Danke. Otto. Ja, ihr Lieben, war wieder heute Marathon jetzt, ne? Meine Güte. Bin schon wieder schwer. 26% der Leute im Stream sind arbeitslos, haben nicht am Morgen keine Arbeit. Statistik. Die meisten sind aktiv. Warst du bei der Arbeit oder was hören die dir zu oder was bestimmt, ne? Arbeiten auch nachts. Ja, bei der Arbeit überall hören die zu. Ja, alles gut. Ich habe Sage, gerade was habt gerade ihr bis gedacht, jetzt dass erreicht so einfach. mit eurem Stream? Mit welchem? Mit diesem Ex-Müsli? Ja. Sehr viel. Was denn zum Ja, weiß Beispiel? nicht. Der Amir hat Tausende, Zehntausende Muslime rausgeholt aus dem Islam. Ich glaube Wie nicht. findest du das? Wo ist der Und das kannst du Beweis? mir glauben. Das kannst du mir glauben. Wo ist der Beweis? Warum soll ich das glauben, mein Bester? Ja, aber die werden ja nicht jetzt alle, die jetzt Nachricht schreiben, dass sie durch den Armee zum Herrn gefunden haben oder dass sie den Islam verlassen haben. Wenn ich dir sage, dass das so ist, dann ist das so. Reicht uns das nicht, dass die Menschen einfach nur an Gott glauben, oder müsst ihr unbedingt die Nein, Menschen an deine Seite ziehen? nein, nein. Es muss der wahre Gott sein, nicht irgendein Gott. Es gibt im Hinduismus tausende verschiedene Götter. Zum Beispiel gibt es den Elefantengott oder den Rattengott. Und der Rattengott wird die Hindus nicht retten. Aber wenn es ihm Kraft gibt auf diesem Planeten, dann Ja, lassen wir hier auf das. der Erde können die Kraft haben, Der kein Ratten. Problem. Ja, aber nach dem Tod wird auf einmal keine Ratte da stehen und sagen, komm in mein Reich, komm in mein Himmelreich, mein lieber So, Hindu. bist du schon mal gestorben, wieder erwacht worden, oder woher weißt du das? Nein, weil wir wissen ja, dass eine Ratte selber ein Geschöpf ist und wir müssen den Schöpfer dieser Ratte anbeten. Ein Elefant, wie zum Beispiel Elefantengott Ganesha, dieser Elefant, wir wissen ja, dass die Elefanten Schöpfung sind und nicht Schöpfer. Wenn wir aber anfangen, die Schöpfung anzubeten, anstatt Schöpfer, dann sind wir im Götzendienst. Römer Kapitel 1. Warum schießt ihr zum Beispiel nur gegen den Islam? Hängt das bei mir oder hört ihr mich? Ja, du hängst. Man hört dich, aber dein Bild hängt. Ja, egal, jetzt mein Bild auch hört. Der Amir ist Also weg, wie weil gesagt, geht's euch? warum schießt zumindest, also ihr seid ja für Jesus, ne? Ja. Warum greift ihr gar nicht den Judentum an? Im Endeffekt akzeptieren die Juden ja Jesus gar nicht.
Doch, es sind viele Juden zum Herrn gekommen, aber es sind halt wenige Juden unterwegs. Jetzt ist wieder gut. Ja, genau. Jetzt sind halt viele Muslime in Europa, ne? Einige 100 Millionen und so. Und deswegen müssen wir sie erreichen. Und Juden gibt es nur 100.000. Und die sind auch gar nicht online und so. Aber natürlich hast du recht. Ich habe ja letztens einen Juden getroffen und habe sofort mit ihm über den Herrn gesprochen. Und dann hat er versucht, mich abzuwimmeln. Ne? Also wir reden mit jedem. Jeder, der uns vor die Flinte kommt, wird bearbeitet. Bist du dir zu 100%ig sicher, dass Jesus Gott ist? Ja. 101. Woher weißt du das? Bist du schon mal gestorben wieder? Weißt du das? Nein, der Herr hat sich unterwacht. Wie kannst du dir bei einem 100% sicher, das geht doch gar nicht, das ist doch ein Glaube. Ja, du redest doch gerade über den Islam, wie kannst du dir sicher sein, dass Allah 100%ig Gott ist? Ich glaube nur an einen Schöpfer, ich sage doch nicht, dass unbedingt dieser Schöpfer einen Namen haben muss. Das ist doch ein bisschen fanatisch, das geht ja alles in eine falsche Richtung, findet ihr nicht? Ja gut, dieser Schöpfer hat sich mit dem Namen Allah vorgestellt. Was machen wir denn jetzt? Aber ich bin erkannt. Ich sehe, dass es ihn gibt. Ich sehe seine Schöpfung. Ich sehe das, was er erschaffen hat. Ich sehe seine Kunst. Als Schmetterlinge, sei es Blumen, sei es egal, was ich sehe, ist doch. Ja, aber das ist Glaube. Du weißt doch nicht, dass es einen Gott gibt, oder? Doch, ich bin mir zu 1 Million% sicher. Ah, siehst du? Nur wie ich mir sicher bin, dass das Handy, worüber ich gerade rede, einfach haben muss, bin ich mir sicher, dass eine Schöpfung dieser. Siehst du? Du weißt nicht, du glaubst nicht nur, du weißt es. Aber ich benenne ihn nicht einen Namen. Das ist der Kernpunkt. Jetzt musst du ihn fragen. Wer bist du? Okay, eine andere Frage. Wie viele Propheten gab es vor Jesus? Wie viele Propheten? Da muss man mal zusammenzählen, die Propheten des Alten Testaments. Fängt an von Moses, Josua und so weiter. Warum ist er? Zacharia. Also er schickt so viele Propheten, die schaffen ihre Aufgabe nicht und am Ende kommt er als Jesus und versucht es. Nein, alle Propheten im Alten Testament haben den Herrn Jesus angekündigt. Amir, liest du bitte Prophet Micha 5, Vers 1? Ja. Damit er sieht, dass wem die Propheten des Alten Testaments angekündigt haben. Micha 5, Vers 1. Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1. Ja. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. So. Darum gibt Siehst er du? Sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird und der Überrest seiner Brüder und zurückkehren zu den Kindern Israels. So, du siehst, dass der Prophet Micha Jahrhunderte vor dem Herrn Jesus gesagt hat, dass der Messias geboren wird in Bethlehem, aber dieser Mann, der geboren wird, er ist ewiger Herr. Von der Ewigkeiten her kommt er. Amen. Was ist jetzt für dich der hundertprozentige Beweis? Das sind Prophezeiungen. Ich kann die hunderte, tausende Propheten zeigen aus dem Alten, die auf den Herrn Jesus Christus Prophezeiungen abgegeben haben. Sprüche 30, Vers 4, Sohn Gottes, guck mal hier. Wer stieg, guck mal hier, zum Kontext, Worte Agos des Sohnes Jakes, der Ausspruch der das Manneswort an Itiel und Ukal. Ich bin unvernünftiger als irgendein Mann und habe keinen Menschenverstand. Ich habe keine Weisheit gelernt, dass ich die Erkenntnis des Heiligen besäße. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Ich glaube, du bist Prophet. Was? Alle Propheten sind Gott. So sehe ich das. Wer ist der Sohn, der Name des Sohnes? Wie meinst du das jetzt? Wer band die Wasser?
Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Sein Name ist Gott und sein Sohn ist Prophet. Nein, die eine Botschaft überbringen sollen. Die kommen doch nur, um eine Botschaft zu überbringen. Was heißt, das war's? Gott und der Sohn. Du warst doch nicht zu der Zeit am Leben. Du kannst doch nicht irgendwelche Menschen... Ich danke dir für das Gespräch. Das wird schon wieder verrückt. Siehst du, wo das wieder hinführt? Aber was hat das mit verrückt zu tun? Da und du warst doch nicht dies und du, was soll entweder das? Vertraust man? Du dem Gott und seinem Wort oder du vertraust nicht? So einfach ist das. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Ah, mir ist es Zeitzeuge gewesen. Nee, aber ich verlasse mich auf Gottes Wort und ja, kann dies auslegen. Ne? Ganz einfach. Das ist aber auch heftig, ne, Risa. Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes, Risa? Ja, ja, ja. Das ist, auch das ist ja so heftig, ne? Ja. Psalm 2, auch der Sohn Gottes. Psalm 2, der Sohn Gottes, ja. Vers? Wir schlagen zusammen auf. Sprüche 30, Vers 4. Ja, das hast du ja schon gerade vorgelesen, ne? Ja, der Chat fragt, was ich da vorgelesen habe. Sprüche 30, Vers 4. Psalm 2. Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Ja. Halleluja. Und dann weiter. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Ja, als König der Welt wird er regieren. Jetzt Vers 12, also bleibt bei demselben Psalm 2, Vers 12. Ah, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Hammer. Weiter, weiter. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Amen. Beim Sohn. Wir sind Amen. Im Sohn. Man erinnert sich das im Neuen Testament. Wir sind in seinem wahrhaftigen, wir sind im wahrhaftigen Gott, in seinem Sohn. Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist der Parallelvers. Amen. Im Sohn sind wir. Wohl allen, die sich im Sohn bergen. Küsst den Sohn, der sah, geistig gesehen, küsst ihn. Ja, das wurde ja, ne, das hat ja die Frau, die Sünderin, als sie den Herrn Jesus seine Füße geküsst hat. Wo der Herr gesagt hat, siehst du hast meine Füße geküsst, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe deine Liebe gesehen und deinen Glauben. Das ist diese Erfüllung, ne, als die Sünderin den Herrn geküsst hat. Ne? Und natürlich auch der Judas als das Gegenteil. Ja. Mit einem Kuss verrätst du deinen Meister. Also Judas kannte ja diesen Vers, der war ja Jude, der kannte ja die Psalmen, küsst den Sohn. Aber der hat den Herrn Jesus den Kuss des Todes und des Verrats gegeben. Ja. Der Kuss wird sogar auch, der Verrat von Judas wird auch im Alten Testament vorher gesagt, mit den Silberlingen, ne? Ja, ja klar, in Sacharja. Ich muss aufschlagen. Das ist irgendwo in Sacharja. Lisa, Jesaja ja, 35. Ja, das ist Sacharja 11, Vers, komplett eigentlich Sacharja 11, aber Sacharja 11, Vers 12 und 13. Da ist der Verrat mit den 30 Silberlingen. Und es ist so traurig, wenn ich diese Verse lese, wie der Herr Jesus sagt, komm, messt mal meinen Wert, dass ich bei euch geachtet wurde. Wie viel ich euch wert war, nur 30 Silberlinge. Da spricht Gott zu seinem Volk,
was ihn abgelehnt hat. 30 Silberlinge war der Herr Jesus, der Gott Israels, für sein eigenes Volk wert, Amir. Musst du dir mal vorstellen. So traurig. Zacharja 11, Abvers 12 und 13. Soll ich das vorlesen? Ja. Ja. Zacharja Kapitel 11, Verse 12 und 13. Ja, stimmt, Jesus. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Und das befindet sich in Matthäus 26, 15, 27, 3 und 9. Lesa, Jesaja 35, 8, Lesa. Ja. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Jesaja 35, Vers 8, Leute, warte, 35, Vers 1 bis, also der ganze Kapitel. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken, ja. Es wird frohlocken und Jubel geben, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Saron-Ebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchenden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Ja, Amen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und strömende Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen und dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden drauf gehen. Die Erlösten des Herrn werden zurückkehren, nach Zion kommen, mit Jauchzen, ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden sie entfliehen. Ja, genau, das ist auch eine Verheißung aus dem messianischen Reich, ne? Halleluja. Ja, aber wie du schon gelesen hast, Jesaja 35. Gott selbst wird auf Besuch kommen und dann wird er die Blinden ihre Augenlicht geben und so weiter. Ja, die Wundertaten, die der Herr Jesus getan hat. Aber davor heißt es ja, Gott selbst wird kommen und diese Wundertaten tun, ja. Den Blinden Augenlicht geben, den Ohren der Tauben öffnen und so weiter. All das, was der Herr Jesus getan hat. Was war das davor mit Matthäus 26 mit den Silberlingen, der Verrat? Das ist atemberaubend, das Buch, Lisa, ne? Die Bibel. Ja. Wer kann so ein Meisterwerk machen, außer Gott alleine, Lisa? Die Prophezeiung, wie perfekt vom Alten zum Neuen Testament, ne? Nicht so wie ein Wirrwarr wie im Koran. Jeder Vers spricht von was anderem, sondern wirklich Kontext. Da hat jemand nachgedacht, das so zu machen. Ey, das ist absoluter Hammer. Ja, klar. Absolut. So, ich denke, wir beenden das Ganze jetzt. Ja, genau. Und lassen das Ganze dann auf die Leute dann einwirken. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Vielen Dank für die ganzen Likes und Geschenke, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, ihr Wundervollen. Auch die Muslime, alle, die hier drinnen sind.
möget ihr eure Augen geöffnet bekommen vom Herrn, dass sie eine Entscheidung für ihn trifft. Wir haben unsere Entscheidung schon getroffen, wir sind glücklich. Und ja, wir haben sehr viele falsche Entscheidungen in unserem Leben getroffen, aber die Entscheidung für Jesus Christus war die beste unseres Lebens. Ja. Und ich beende das Ganze dann nochmal mit einem Gebet und gehe zur Seite. Ja. Ja, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und beuge meine Knie vor dir, Jesus Christus, und danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir zu dir beten dürfen, Herr, dass wir dieses Privileg genießen dürfen, dass wir in Ruhe dein Wort verkünden dürfen, Herr, dass wir ja einfach von dir diese Kraft bekommen haben, das Ganze durchzustehen, Herr Jesus Christus. Durch diese ganze Arbeit haben sehr viele Menschen zu dir gefunden, Herr. Und wir bitten dich weiterhin, uns zu segnen, behüten und zu beschützen, Herr. Auch diejenigen, die hier im Stream sind, Herr, und außerhalb des Streams, dass du sie und ihre Familien segnest, Herr, dass du sie behütest und beschützt. Dass du auch wie immer unsere Geschwister in den islamischen Ländern nicht vergisst, Herr. Aber du bist ja immer bei ihnen, Herr. Du schenkst ihnen Trost und lässt sie nicht leiden, Herr. Nehme sie in deinem Schoß auf, Herr. Und lasse sie wahrhaftig zu dir gehören, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich auch, falls die Verfolgung hier losgeht, Herr, dass du ja uns beistehst, Herr, dass du uns auch die Kraft gibst, das Ganze durchzustehen. Mit dir an unserer Seite kann uns nichts passieren, Herr. Denn wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein, Herr Jesus Christus? Bitte segne uns weiterhin, bitte gebe uns Kraft und ja, lass uns ausharren bis zum Ende. Und darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So, ihr Lieben. Ja, danke schön von ganzem Herzen, ihr Wundervollen. Ne? Dann danke, sehen wir uns sofort. Für die Geschenke. Und ja. Jesus, möge euch segnen. Amen. Das Friede und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So, Gott segne euch, ihr Lieben. Und dann eventuell bis morgen oder ja, je nachdem, wie Gott das erlaubt. Gott segne euch. Ciao.